Ja, grüß Gott. Heute nehme ich euch mit vom Kesselberg bis hin zu einem Steinbruch, der heute noch gewerblich genutzt wird. Schaut's euch an, macht's euch eure eigenen Gedanken. Der Lochstein hier negiert, frisst praktisch elektromagnetische Frequenzen auf. Schaut's euch an auf dem Messgerät. So, hallo ihr Lieben. Schaut mal, da unten, das ist mein neues Auto. Also neu ist ja relativ. So, jetzt bin ich mal mit meinem neuen Auto, das schon ziemlich alt ist, aber endlich mal nach 15 Jahren wieder ein fahrbarer, vierrädriger Untersatz mal dahin gefahren, wo ich es heuer nicht mehr mit dem Fahrrad hingeschafft habe, auf den Kesselberg im Anlautertal oder neben dem Anlautertal. Der Kesselberg ist, wie man unschwer erkennen kann, auch wieder ein gestalteter, geformter Berg. Und man sieht schon, wenn man unten steht, dass das eine sehr beeindruckende, doch sehr eigentümliche Landschaft ist. Schaut euch oben mal der gegenüberliegenden Straßenseite die Bergkante an. Ganz da vorne haben wir wieder so einen Steinhaufen, den die Bauern immer bilden, wenn sie die Steine aus den Äckern oder Wiesen herausholen. Tja, Kesselberg. Wie der Name sagt, ist es ein Berg, der praktisch hier so einen Kessel bildet. Und die Frage ist ja immer, warum ist es so? Also, ich sag mal so, die grundsätzliche Landschaftsstruktur, die haben wir natürlich schon dem Jura oder dem eiszeitlichen Urmeer hier zu verdanken, das sich zurückgezogen hat. Stellen wir das da unten, dass jetzt die Straße ist, wie so ein Riesenpril vor, wo das Wasser abgelaufen ist. Aber dass die Berge hier so ebenmäßig geformt sind, dass sie solche Strukturwellen haben wie hier, das ist nicht natürlichen Ursprungs, sondern da hat man nachgeholfen. Wir wissen heute nimmer, wer da nachgeholfen hat. Das ist schon so lang her, dass man das wirklich nimmer weiß. Das ist also in der Vorzeit gewesen. Unsere Geschichtsschreibung hier, die fängt irgendwo, also schriftliche Dokumente, eigentlich so 12. Jahrhundert, die ersten Großen, oder man kann auch sagen, Karl der Große zu der Zeit an. Ganz massiv geschrieben hat man natürlich, nachdem der Buchdruck erfunden war. Klar, lässt sich leichter drucken als schreiben, aber wir wissen es also nicht. In Legenden hat sich manches erhalten. Ja, da oben die Häuser, die man ganz da hinten sieht, das ist Titting. Da war ich mit euch schon mal. Ja, und jetzt sind wir hier auf dem Vorberg des Kesselbergs. Da hinten, das ist der eigentliche Kesselberg. Und was haben wir hier? Da wollte ich mit euch hin. Wir haben auf dem Berg einen sogenannten Steinbruch. Oh, das ist ja lustig, ein Steinbruch auf dem Berg. Ja, was macht denn der da? Und noch dazu so ein komplett ebenmäßiger Steinbruch voller Jurasteine. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also, noch einmal zur Erinnerung. Da unten, wo das Kirchle steht, ist das Anlautertal. Jetzt sind wir durch diese Einkerbung, durch diesen Priel, nenne ich es mal, hochgefahren. Sind hier auf einer Hochebene. Da hinten haben wir den Kesselberg. Und vor uns haben wir einen der berühmten Steinbrüche. Steinbruch mitten auf dem Berg. Und ein sehr, sehr ebenmäßig geformter Steinbruch, aus dem solche Steine rauskommen. Schauen uns einmal ein paar von diesen Bruchsteinen an, die wir hier haben. Nur ein bisschen Schnee ist da oben noch. Und dadurch, dass es jetzt Winter ist, kann man auch gut hoch. Also, das ist so ein Steinbruchstein. Ja, natürlich kann man sagen, okay,
Den hat man versucht rauszubrechen, aber wo bitte? Denn der Berg hier besteht nicht aus massivem Gestein, sondern da sieht man sehr schön, der Berg ist geschichtet aus nicht massivem Gestein. Und dann gibt es hier ganz komische Sachen. Es gibt ganz klare Jurasteine, wie hier. Also egal, ob das jetzt ein schwarzer Jura ist oder ein weißer Jura. Es gibt aber auch Steine, die, naja, ein bisschen anders aussehen, die komische Einschlüsse haben, wo man meinen könnte, das wären irgendwie künstlich erzeugte Steine. Schaut hier, das ist Jura mit ganz vielen Einschlüssen. Also, wie gesagt, es ist komisch. Und unten drunter scheint auch sowas wie eine Art, hier ist ein bisschen wackelig, wo ich stehe, scheint es in ein Loch reinzugehen. Also für mich sieht das Ganze hier, wenn ich es jetzt mal aus der weiteren Perspektive nachher nochmal aufnehme, eigentlich aus wie ein Eingang, der eingefallen ist, eingestürzt ist. Hier nochmal das ganze Bild, also das Bild vom Steinbruch auf dem Kesselberg, beziehungsweise dem Eingang, von dem ich vermute, dass es ein Eingang zu irgendetwas gewesen ist. So, ich habe mich neulich mit jemand unterhalten, der hier Geschichtsforscher offiziell ist. Der sagt, naja klar, also da drüben ist der Eingang. Das da, die Steine, die da so frisch sind, das sind Steine, die haben die Bauern da hingeschmissen, also aus den Wiesen und Feldern. Ich habe gesagt, weil ich merke, das ist ein Trockenrasen hier, aufgehäuft und da hingeschmissen. Ja, das mag sein, aber das ist, glaube ich, ganz gut, dass da solche Steine auch dabei sind, die man da zusätzlich hingeschmissen hat. Aber schaut euch bitte mal diese sehr gleichmäßige Struktur da an. Die Steine waren geschichtet, die sind ein bisschen durcheinander gekommen. Eher ist das so und da ist eine Art Grenzstein dazwischen. Was ist denn das? Ja, also das sieht schon alles recht spannend aus. Ja, mittlerweile habe ich mich entschlossen, den Berg rauf zu gehen. Und das, obwohl es heute ja hier der Boden immer noch so ein bisschen angefroren ist, von daher nicht so leicht ist. Aber ich habe tatsächlich überall unter meinen Füßen festes Gestein. Also auch nichts, was bis jetzt irgendwie rutscht, sondern tatsächlich mich gut und festhält. So, hier haben natürlich immer wieder Leute auch mal einen Abfall, hier eine Wand mit Fliesen hingefahren, das schon. Aber prinzipiell gilt, der ganze Berg hier ist auf diese Art und Weise gemauert. Ja, schaut, da ist wieder so ein schöner Eindruck. Also wie gesagt, die Leute schmeißen ihre Scherben mit dazu. Das ist schon klar. Aber was will man sonst damit so am Berg vorm Dorf? Aber dann sind auch solche Riesenquader auf einmal wieder da oder hier, wo wir gerade waren. Ja, das geht den ganzen Berg weiter so hinauf. So, ihr hört es an meinem Schnaufen. Jetzt bin ich tatsächlich ganz raufgestiegen. Also den Steinbruch hoch, schaut mal. Solche Platten liegen da am Boden. Alles sorgfältig ausgesuchte. Gehauene Platten. Und wie schaut es oben aus? Naja, da führt ein Weg rauf. Und hier ist dieser Berg wieder aufgebrochen. Und da glaube ich, kann man gut erkennen, dass das nicht alles natürlichen Ursprungs ist, sondern dass der Berg sicherlich künstlich gemacht ist. Schaut her, das ist der Weg nach oben, wie er ursprünglich war. Also auch der Weg ist gepflastert gewesen. Da ist jetzt zum Teil halt ein bisschen Grassode drüber gewachsen. Aber wenn man hier läuft, schaut euch diese Quader an. Aber wenn man hier läuft, dann spürt man, dass also unter den Schuhen keine Erde ist, sondern dass da drunter Stein ist. Ja, so schaut es hier aus. Der Steinbruch mitten auf der Hochebene.
Ja. Das ist jetzt hier die Westflanke des Steinbruchs. Nur dass ihr das seht, also auch die besteht komplett aus geschichteten Steinen. Und natürlich haben die Leute obendrauf ihren Steinmüll geschmissen. Den haben wir schon als Müllhalde benutzt. Trotzdem sieht man hier außen noch die scharfen Kanten, die dieser Berg einstmals gehabt hat. Und jetzt, wenn ich schon auf der Hochebene heroben bin, dann reizt es mich doch einmal zu sehen, was dieser Kesselberg da, was es mit dem da auf sich hat, der da vor uns ist. Naja, und passend zu unserem Steinbruch auf dem Berg, hier nochmal das Bild, wieder ein Baum mit einem gigantischen, riesigen Umfang. Ein Baum, der auch schon große Teile seines Hauptstammes hier mal verloren hat. Die sind rausgebrochen, die sind dann sogar geschnitten worden. Man sieht die Schnittkanten und trotzdem überlebt er und ist so riesig und kann sich so ausbreiten. Wieder das Typische, also an solch geomantischen Orten hat man dann auch immer so ganz besondere Bäume. Woanders wäre der Baum längst hin kaputt gegangen, weil er so stark beschädigt ist, hier nicht. Dass es eine besondere Stelle ist, erkennt ihr immer daran, dass die Kirche auch schon da war. Unten ist ein kleines Kirchlein, hier oben steht mitten im Feld ein Kreuz, das schauen wir uns schnell an. Und in gerader Linie dazu die Feuerstelle. Wenn du mich fragst, idealer Platz, um ein Johannesfeuerle zu machen, das sieht man dann wirklich meilenweit. Wie gesagt, immer wenn die Kirche da ist an einem Platz, dann hat die Kirche erkannt, dass das ein besonderer Ort ist. Und dieses Kirchlein da unten, wenn ich vorhin ganz achtlos vorbeigefahren bin, das habe ich von der Straße aus gar nicht bemerkt, es steht auch auf einem besonderen Platz. Seht ihr, da vorne ist der geformte Hügel und da unten ist praktisch so ein Vorsprung, so ein Plateau gebildet. Und genau da steht das Kirchlein drauf, hat bestimmt irgendeine besondere Bewandtnis damit. Ich habe euch ja versprochen, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Also die Linie der Kirche, übrigens ist es so ein Acker voller Steine, zu dem Kreuz, geht ganz genau zu unserem Steinbruch hin. So, und da hinten ist der Kesselberg, mein nächstes Ziel. Jetzt sind wir auf dem Kesselberg. Man kann also mit dem Auto durch den Ort bis fast drauf fahren. Wir haben hier einen bewachsenen Hügel vor uns, der stark geformt zu sein scheint. Schauen wir uns noch näher an. Spannend sind gleich am Eingang die Buchen. Schaut mal her. Da ist eine Buche mit drei Augen übereinander. Schon mal gesehen. Und die Augen haben sogar Augenbrauen. Ne? Also das oberste, würde ich sagen, das ist wie ein Astloch. Aber das ganz oberste, aber das in der Mitte, auf das ich jetzt mal zuzoome, das ist wie ein Auge. Diese Augenbäume, die haben immer irgendwelche Besonderheiten, sagt man. Kenne mich da nicht so aus. Das ist auch ein Auge. Okay. Also da haben wir schon die ersten Hinweise für Bebauung, eingefallene Mauern, an deren Rand sich diese Buchen entlang schlängeln. Also das hier könnte tatsächlich so eine Art Burgwall gewesen sein. Wir laufen hier auf einem sehr breiten Pfad nach oben, der auch sehr flach angelegt ist. Also so ideal für Fuhrwerke. Das ist jetzt wieder ein flaches Stück. Dann kommt wieder ein Stück Steigung. So habe ich das bei der Rote Königsburg im Elsass gelernt, wo man diesen riesen Berg auffahren musste, um da diese Burg drauf zu bauen. Dann geht der Weg immer so in solchen Etappen, dass sich die Zugochsen, die man früher verwendet hat als Zugtiere, da auf dem flachen Stück wieder ein bisschen ausruhen konnten. Und dann hatten sie wieder eine Steigung. Das geht hier die ganze Zeit so. Flaches Stück Steigung, obwohl der Berg an sich ganz gleichmäßig ansteigt. Ja, wenn ich eine Burg oder eine Motte oder was auch immer gebaut hätte, hätte ich das da oben gemacht.
So scheint auch jemand anders gedacht zu haben, schon lange vor mir. Denn wir sehen hier Steine, Steinrelikte von Mauern. Ja, deutet alles darauf hin, dass hier, ja, na, hier überall hat man Mauerreste. Muss man aufpassen, dass man es nicht verwechselt mit den Baumstümpfen. Aber klar, hier überall Moos, überwachsene, große Quader. Ja, so riesig sind sie jetzt nicht, wie die, die wir vorhin gesehen haben. Aber schon schön in Form geschnitten. Sicherlich auch sehr, sehr schwer. Hier wieder einer, der so eine Dreiecksform hat. Sehr, ja. Die höchste Stelle von dem Kesselberg hier wieder mit einer Mauer drumherum. Schön rund. Eignet sich ganz hervorragend, um da was gebaut gehabt zu haben. Und der Baum zeigt uns an, Wasser gibt es hier auch. Und direkt unterhalb von dem Baum ist auch so eine fast kreisrunde Ausbuchtung. Also das ist irgendwas entweder Eingefallenes oder war hier ein kleiner Teich, Tümpelwasser, was auch immer. Also hier hat man früher bestimmt gut wohnen können, und dass hier jemand etwas gebaut hatte, das beweisen uns die vielen Steine, die hier halt nur noch mit ihren Spitzen rausschauen. Ich denke, wenn hier eine Burg war und die ist irgendwann zerfallen, dann hat man die genutzt, um da draus im Dorf Sachen zu bauen, und den Rest der Steine, die man jetzt nicht verwenden konnte oder wollte, die hat man liegen lassen. Tja, und schaut mal, was ich hier noch alles finde. Hier gibt's, wenn man das sich hier in Linie stellt, das Kreuz und dahinter nochmal diese Stele, die geht genau da an dem Berg vorbei und die führt genau, ist genau die Linie, die runterführt zu der Kirche und zu dem Martel. Also diese Findlinge hier, die zu Kreuzen geschnitten wurden, die hatten früher eine andere Aufgabe. Also wenn ich es jetzt mit dem Herrn Kusch, mit dem Dr. Kusch vergleiche, dann könnte das sein, dass das ein Lochstein gewesen ist. Zwei Lochsteine, die man hintereinander aufstellt und wo man dann praktisch so was anpeilen kann. Ja? Dafür waren die ursprünglich gemacht, und die Christen haben diese Steine dann später halt in Kreuze umfunktioniert. Den haben sie zum Kreuz geschnitten. Und bei dem hat man einfach ein Kreuz eingraviert, schon mit dem Hinweis auf einen Berg unten. Ne? Berg und Kreuz. Also das heißt schon was, hat schon eine Bedeutung. Ja, und das geht, wenn man es in die andere Richtung fotografiert, genau runter. Wenn man jetzt da, kommt man genau geradeaus zu der Kirche hin.